Hallo und herzlich willkommen mal wieder in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Martin Lauda. Unser Thema ist die Enviolo, früher genannt Novinci-Schaltung. Steven. Genau, mein Name ist Steven Mann. Herzlich willkommen. Vom Livestream sind noch einige Fragen bezüglich der Enviolo-Schaltung übrig geblieben. Und wir beide haben uns heute gedacht, wir machen eine kleine Frage-Antwort-Runde. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein für Sie da draußen. Deshalb, wenn es in Ordnung ist, würde ich jetzt direkt starten. Ja, leg los. Ja? Leg los. Okay, also die erste Frage wäre, was bedeutet eigentlich eine stufenlose Schaltung? Stufenlos, ja. Also normalerweise ist es ja so, man hat ja ein Getriebe mit so und so vielen Gängen und dann schaltet man von Stufe zu Stufe. Also man könnte auch sagen, ganglos, stufenlos. Also stufenlos heißt, es geht kontinuierlich von einer leichten Übersetzung, wo man leicht tritt, früher hätte man gesagt einen leichten Gang, geht es dann stufenlos bis zum schwersten oder schnellsten Gang, wenn man den Berg runterfährt. Was ist eigentlich der schwerste Gang? Kann man das irgendwie vergleichen mit einer Kettenschaltung? Ist es der 8., 9. Gang, der oberste Gang? Ja gut, bei E-Bikes ist es ja anders wieder wie beim Fahrrad. An Fahrrädern hat man ja früher die Dreifachkettenblätter vorne gehabt und jetzt ist es ja meistens nur noch ein Gang vorne. Und so muss man gucken, dass die Schaltung, ob das jetzt eine Kettenschaltung ist oder eine Labenschaltung, ob das die Entfaltung so groß wie möglich ist. Mhm. Entfaltung. Was ist denn die Entfaltung? Die Entfaltung. Also das ist schon mal ganz wichtig. Das müssen Sie genauso wissen, wie viel Wattstunden ein Akku zum Beispiel hat und wie viel Newtonmeter ein Motor. Dann gehört noch die Entfaltung dazu. Also die Entfaltung ist der Unterschied in Prozent von einer Schaltung zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gang. So, Beispiel. Man würde jetzt bei einer Pedalumdrehung im leichtesten Gang, in der leichtesten Übersetzung zum Beispiel 2 Meter zurücklegen und in der schwersten 8 Meter, dann sind es 400% Entfaltung, wo dann man hat zwischen diesem Getriebe. Und darum geht es. Und je größer diese Entfaltung ist, umso besser ist die Schaltung. Wenn wir schon bei dem Thema Entfaltung sind, die Roloff hat welche Entfaltung? 524%. Oh, schon ein deutlicher Unterschied, gell? Ja. Und so 380, trotz alledem mit 380% ist die Enviolo meistens, also für die gegenüber den normalen Standard-Kettenschaltungen E-Bikes, überlegen. Also die Kettenschaltungen haben oft weniger. Dann wird ja auch oft gesagt, die Novinci- oder Enviolo-Schaltung ist eine wartungsfreie Schaltung. Stimmt das? Ja, also was bedeutet eigentlich Wartung? Also eine Kettenschaltung jetzt zum Beispiel, da muss man ja regelmäßig pflegen. Also man muss die schmieren, die Kette muss man schmieren und die verschleißt auch relativ schnell. Also Wartung bedeutet auch, dass man dann ab und zu eine Kette und Zahnritzel austauscht. Bei der Novinci-Schaltung ist es so, ich habe hier so ein Schnittmodell. So, und zwar diese Innereihe, also daneben das Getriebe, sitzt in einer gedichteten Narbe, die ist dann mit Öl befüllt, mit Hydrauliköl, und zwar zeitlebens. Also man braucht da nie mehr zu schmieren, Ölwechsel oder sowas zu machen und ist dadurch vollkommen wartungsfrei und auch verschleißfrei. Und die Haltbarkeit? Können wir, sagen wir mal, anhand unserer Kunde, können wir das aus Erfahrungen sagen. Mittlerweile dürften nach mehreren Evolutionsschritten der Qualitätsverbesserung, dürften wir, also jetzt die Kunden haben bereits 30.000 Kilometer gefahren, ohne irgendwelche Wartungs- oder Verschleißdinge und werde auch weiterhin fahren. Also ich schätze jetzt mal, die wird irgendwo zwischen 30.000 und 50.000 Kilometer laufen, die Narbe. Sollte die dann jemals irgendwann einmal kaputt gehen, dass sie durchreißt oder irgendwas, weiß man nicht, dann sind die auch relativ günstig. Die kann man dann auch austauschen und kann dann einfach eine neue einbauen. Also das E-Bike ist, da kann man durchaus weiterfahren. Dann. Man muss das nicht wegschmeißen oder entsorgen. Da wären wir beim Thema Nachhaltigkeit. Also Sie würden sagen, die Schaltung ist nachhaltig. Ja, was versteht man es eigentlich unter nachhaltig? Gell? Nachhaltig, das benutzt heute jeder irgendwie. Also wir benutzen nachhaltig an E-Bikes, die besonders lange halten und ganz wartungs- und verschleißarm sind, sodass die so wenig wie möglich Folgekosten haben. Also Unterhalt oder Folgekosten.
Denn wir haben festgestellt, es gibt viele E-Bikes, die gibt es nicht bei uns, nein, die werden draußen gekauft. Die kosten nach einer gewissen Betriebszeit, Kilometerleistung oder Jahren, kosten die erheblich mehr als bei uns E-Bikes, die vom Einstandspreis her etwas teurer sind, aber nach 3-4 Jahren wesentlich günstiger sind, weil sie eben weniger Unterhaltkosten haben. Und dazu gehört eben auch diese Novinci-Schaltung, denn, und hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Ritzel drauf, man kann also das mit einer Kette oder auch einem Zahnriemen antreiben. Und so eine Kette hält auf einer Nabenschaltung, wie es Enviolo, ca. 15.000 Kilometern. Es kann auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Ein Zahnriemen, die halten mittlerweile auch an unseren E-Bikes zwischen 25.000 und 30.000 Kilometern. Also sehr nachhaltig. Also sehr nachhaltig. Das heißt, in dieser ganzen Laufzeit, wenn Sie jetzt im Jahr zum Beispiel 3.000 Kilometer zurücklegen, dann ist es durchaus möglich, dass Sie nach 10.000 Kilometer noch keine Wartungsarbeiten oder Instandsetzungsarbeiten hatten. Lediglich irgendwann einmal, es macht mal nach 5-6 Jahren mal der Akku schlapp. Und was Sie brauchen, ist vielleicht mal in der Zeit 1 oder 2 Reifen und ein paar Bremsbeleg. Das ist nachhaltig. Die nächste Frage wäre, oder viele von Ihnen geht es wahrscheinlich genauso, wenn Sie in die Foren reingehen. Ja, der Motor ist zu stark, es muss gedrosselt werden, dass die Schaltung die Kraft vom Motor aushält. Jetzt haben wir hier fast überall unseren Bosch Performance Line CX Motor Generation 4 verbaut. Hält die Schaltung den Druck aus? Ich bin ja von vornherein bei der Entwicklung der E-Bikes dabei gewesen. Ab 2004 habe ich dann schon hier in Lauda nur noch ausschließlich E-Bikes verkauft. Und dann kam auch irgendwann so 2008, 2009 die ersten E-Bikes mit Novinci-Schaltung. Damals hieß es noch Novinci. Und die habe ich sofort eingesetzt. Und zwar waren die in Verbindung mit dem Bosch-Motor. Und damals war der Bosch-Motor der stärkste Motor, den es gab, mit 50 Newtonmeter. Und damals gingen viele, viele Schaltungen kaputt. Shimano-Nabenschaltungen und so. Da musste der Motor erstmal gedrosselt werden. Der war vorher stärker. Und Kettenschaltungen, die damals eingebaut worden sind, sind sehr schnell Verschlüsse, weil das damals einfaches Fahrradmaterial war. Und darum habe ich schon von der ersten Stunde an Enviolo oder Novinci-Naben dann verwendet bei uns in der E-Bikes. Und ich, also sagen wir mal so, die nehmen heute deutlich mehr als die Hälfte unserer E-Bikes, unserer verkauften, sind mit dieser Nabenschaltung ausgestattet. Ja. Jo. Okay. Zum Schluss, für wen ist denn die Novinci Enviolo Vario-Schaltung eigentlich geeignet? Ja, Vario wird sie von Riesemüller genannt. Aber Vario, da gab es die Variomatic, daher kommt es. Das war meines Erachtens von der Firma DAF, Holländer, die ein Getriebe entwickelt haben in einem Automobil, wo Variabel, also Vario, das war das gleiche System. Von wem wird es an für sich verwendet? Also als erstes mal für Kunde und Kundinnen, die ein nachhaltiges E-Bike kaufen möchte, ihr Ruhe haben möchte und vorne. So. Das andere ist wegen der Bedienfreundlichkeit. Sie haben ja nur einen Drehgriff, den Sie intuitiv bedienen. Also Sie machen das nicht rat, sondern Sie bewegen den einfach und spüren dann, jetzt bin ich in der richtigen Übersetzung. Das spürt man, das machen Sie auf der ersten 10 Meter, spüren Sie das schon. Ja. So, und Sie können auch die Nabe im Stand schalten. Ja, ist ganz wichtig, denn wenn man anhaltet an der Ampel und will losfahren, kennen Sie vielleicht bei einer Kettenschaltung, Sie sind in einem schweren Gang, haben vergessen hochzuschalten, bevor Sie anhalten, dann kommen Sie kaum vom Fleck. Hier schaltet man einfach in den leichten Gang durch. So, das sind viele, viele Vorteile. Dann kann ich die auch mit dem starken CX-Motor kombinieren. Auch das hat den Vorteil, dass man eben einen starken Motor hat. Die meisten E-Bikes werden hier mit viel schwächeren Motoren angeboten. Ich weiß nicht, ob die Verkäufer das dann auch den Kunden immer erklären. Es gäbe für wenig Geld auch was Stärkeres. So viel kostet nämlich ein stärkerer Motor nicht. Aber mit einem stärkeren Motor kommt dann zwangsläufig auch ein stärkeres Getriebe. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das Gesamtpaket muss stimmen. Also für wen ist es eigentlich geeignet? So ist die Frage. Also für all jene, die sehr viel fahren.
die auch Touren mitmachen, in der Stadt unterwegs sind. Also die wird vielfach eingesetzt, wo man sie nicht empfehle, ist so ein Sportbereich. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Freunden oder Freundinnen unterwegs sind und die rasen die Berge hoch und haben Kettenschaltungen, so eine Art Mountainbike mit Kettenschaltung, dann werden die denen ihnen davonfahren, weil doch ein gewisser Kraftverlust in dieser Narbe ist. Was das 6 oder 7% sei, aber das nimmt auf einer bestimmten Strecke, der Berg hoch, nimmt es ihnen 5 oder 10 Sekunden ab. Und dann sind sie gefühlt langsamer und dann sagen sie, mein E-Bike ist nichts. Aus dem Grund sind sie ganz sportlich unterwegs mit so einer schnellen Truppe. Dann nehmen sie eine hochwertige Kettenschaltung, die haben wir auch, da wissen wir auch, was nachhaltig ist. Ansonsten die Enviolo ist sehr empfehlenswert. Jo. Und dann vielleicht noch der Unterschied zwischen Roloff und Enviolo. Genau. Also es gibt ja noch eine zweite Schaltung, das ist die Roloff-Schaltung, haben wir vorhin mal erwähnt. Genau. Die ist dann nicht ganz wartungsfrei, da wird dann ein Ölwechsel gemacht, alle 10.000 Kilometer etwa. Sie ist erheblich teurer, muss man sagen. Sie hat eine große Entfaltung und hebt noch länger, man spricht davon 100.000 Kilometer. Ist dann für extreme Vielfahrer oder die einfach den Komfort der elektrischen Bedienung möchte. Also im Grunde genommen Leute, die technisch sehr avanciert sind, die bevorzugen Roloff. Ansonsten ist die Enviolo für alle normalen E-Bikerinnen ideal. Gut, dann würde ich sagen, falls Sie zu Hause noch Fragen haben sollten, schreiben Sie es unten drunter in die Kommentare. Wir gehen darauf gerne ein, wir beantworten die Fragen immer gerne. Wenn Sie Anregungen haben für den nächsten Livestream, auch gerne drunter schreiben. Ich meine, der Herr Mott ist immer bereit, auf die Fragen wirklich einzugehen oder auch ein Kollege oder ich, je nachdem, wer eben teilnimmt an dem Livestream. Und wer halt auch Ahnung davon hat. Genau. Also wir stimmen uns da auch ab, wer beantwortet das, was wir sind ja ein Team und da muss man nicht alles selbst im Kopf haben. Wir zeigen Ihnen jetzt im Anschluss unsere E-Bike-Modelle mit Enviolo-Schaltung, einmal von Riese Müller und Tauberrad. Und dann werden Sie staunen, was wir da für eine große Auswahl haben.